Hinter dem Wasserfall ist etwas versteckt. Finde einen Weg, das Wasser abzuschalten. Das machen wir doch mal. Hier mit dem Rätsel, das ist nicht schwer. Es ist sozusagen hier dieses eine Rätsel, wo man immer die Farben drücken muss. Hier dieses, keine Ahnung, wie es hieß, dieses Spiel, da wo man mal ganz schnell die Farben drücken muss. Und wir müssen das jetzt auch machen, aber der Häuptling träumt uns das vor. So, gedruckt. Er ist glücklich. Ja, und wie man hier oben sieht, kann man überspringen. Jetzt hat er mir das Zeichen und das Zeichen gegeben. Man kann solche Rätsel überspringen, wenn es für einen einfach viel zu schwer ist und man darauf gar nicht klarkommt. Einfach überspringen, aber ich bin ja ein kleiner Fuchs. Ich brauche sowas nicht. Überspringen. Es sei denn, es wird zu schnell, ich habe getrunken und ich komme gar nicht mehr drauf klar. Da sind ja alle völlig wahnsinnig geworden. So, okay, dann haben wir das. Der Häuptling ist glücklich. Noch einmal, glaube ich, jetzt. Und immer schön kreiseln, damit wir auch voll durcheinander kommen. So. Und, ach, guck mal einer, schau. Und damit hätten wir das geschafft. Und haben den Wasserfall damit deaktiviert. Ah, erstmal kriegen wir den hier. Und noch ein Teil. Yay. Sehr gut. Ja, und haben hier Medaille Schlaumeier. Ein Minispiel gemeistert, ohne zu überspringen. Boah, sind wir gut. Oh, die Erkältung schlägt noch voll durch. So, damit hätten wir auch... Können wir uns nun das hier aneignen und das hier aneignen. Und können uns damit beschäftigen, ihn zusammen zu flicken. Bop, bop, bop. Fertig. Der Gotze steht. Scheiße, jetzt habe ich nicht gelesen, was der geschrieben hat. Jetzt brauchen wir aber ein Messer. Wo war das Messer? Nehmen wir doch das. Ach ja, du benötigst eine Leiter. Das Leder ist festgezurrt. Die Seile können mit etwas Scharfem aufgeschnitten werden. Dann nehmen wir hier das Messer. Machen einen auf den hier. Wir schneiden nur, haben aber plötzlich eine Brücke damit gebildet. Eine Strickleiter. Zuck. Und geht abwärts. Ist das hier aber ziemlich dunkel. Aber hier unten gibt es keinen Lichtschalter. Okay. Da wir nichts sehen, es gibt ja nichts, gehen wir wieder nach oben. Oh, auf einmal leuchten die beiden hier. Und oh, die beiden starten und verstecken ihre strahlenden Antlitz hinter einer Maske. Sie könnten bestimmt Licht in die ganze Sache bringen. Tja, nur leider haben die keine Augen mehr. Oh nein, ihre Augen sind verschwunden. Die Statuen sind blind. Blind. Die ist auch blind. Blind. Ohne ihre Augen sind sie verschwunden. Oh nein. Das Licht in die Schatzkammer werfen. So, aber irgendwie müssen wir mal gucken, wie kann man denn jetzt an die Augen von den beiden? Was haben wir denn hier? Ach, da ist ja eine Karte. Die Karte führt mich, ich habe sie nicht einmal gelesen, aber sie sagt mir, ich muss dahin. Im Wasser sind Muscheln versteckt. Finde alle Muscheln und öffne sie für ihre Perlen. Sammle alle Perlen, die auf dem Plan stehen. Okay. Das sieht dann ungefähr so aus. Zack, meins. Ja, toll. Nein, aber hallo, du Koi. Geh weg. So, wir müssen das hier alles ein bisschen wegschieben. So ein bisschen zur Seite. So, da. Okay, Hauptsache ich komme an. Ja, gut. Ich habe die Muschel. Damit bin ich schon mal sehr zufrieden. So, zack. Komm, ich brauche das. Ganz böse so. Die nächste Muschel. So, dann haben wir die. Also es geht dann einfach nur noch darum, Steine wegzuschieben. Wegschieben. So, zack. Wieder eine Muschel. Dann haben wir hier eine Muschel. Die nehmen wir auch mit. So, komm, jetzt haben wir diese Muschel. Also es geht hier einfach nur noch darum, von allen hier so die Dinger zu sammeln. So, damit wir auch an den Rest kommen. Wir wollen ja hier jede Muschel nehmen. Zack. Zack. Jetzt haben wir noch hier eine.
Komm schon, komm schon. Was verdeckt alles? So, da haben wir die. Aber es fehlt ja noch was. Aber es fehlt immer noch was. Noch zwei Stück. Hier ist noch einer. Jetzt muss ich überlegen, wo war denn die letzte? Ach, da unten war. Oh Gott, voll am Übersehen hier. Ah, tut mir leid für dieses Husten die ganze Zeit. Ich bin noch ein bisschen krank. Außerdem war gestern Silvester. War ein bisschen lustig. Dann grüße ich einmal ganz herzlich den Siggi. Macht immer Spaß mit ihm. So, damit haben wir die Perlen. Die setzen mir natürlich jetzt in die Augen ein. Am besten mit den richtigen Farben. So, grün und gelb. Bist du wohl? So. Und damit haben wir Licht ins Dunkle gebracht. Ach du Schande, hier ist hier eine Mumie. Jetzt kann ich schon viel mehr erkennen. Du musst mit dem Lichtstrahl des magischen Symbols in die Luft zeichnen, indem du den Lichtstrahl von verschiedenen Flächen reflektieren lässt. Das magische Symbol wird dich zu mir zurückteleportieren und du kannst mir die eingesammelten Teile des Totemsteins übergeben. Ja, dann machen wir das doch so, aber öffnen wir mal, was haben wir hier? Ein Kristallsplitter. Ach so, ja, die sind wichtig, das stimmt. Wir brauchen jetzt Kristallsplitter. Kristallsplitter, Kristallsplitter, Kristallsplitter. Es waren fünf. Nein, vier tatsächlich. Habe ich ja schon alle. Oh Mann. Nein, da. 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 Und da. Oh, Kristall ist repariert. Yay. So, jetzt haben wir ihn hier. Sag hallo zu Busch Busch. Er ist ein uralter Wächter, der auf die Schätze des Häuptlings aufpasst. Er muss jedoch viel höher sitzen, um Eindringlinge früh genug bemerken zu können. Ja, dann lassen wir doch Musch Musch höher sitzen. Am besten, wir nehmen einmal dieses Gewicht hier. Wir nehmen auch mal das Besten hier so seine Tapferkeitsmedaille und basteln die schon mal zusammen. Zu niedrig. Busch Busch muss bis zu den Ufern des Nils schauen. Ja, da braucht man natürlich dieses Gewicht, das ist wichtig. Gewichtig, dieses Gewicht. Ja, komm, dann packen wir mal das schwere Gewicht schon mal dran. Dann haben wir hier ein mittleres Gewicht, das hauen wir auch mal dran. Und einmal das kleine Gewicht. So, jetzt bündelt sich das natürlich, die Lichtstrahlen so schön an den, Tapferkeitsmedaille, was haben wir jetzt hier? Den Fächer, ein bisschen höher. So. Die Sonnenscheibe des Fächers fehlt. Dann nehmen wir doch einfach mal die hier. Und knüppeln die mal gegen das Fächer. So. Ah, nein, das Horn. Dieses Horn ist ziemlich staubig. Dann nehmen wir doch hier diese Bürste. Und hauen dagegen. Wisch, wisch, wisch. Und es ist wieder sauber. Jetzt haben wir natürlich dies hier. Diese Truhe ist verschlossen. Nicht schlimm. Wir haben einen Schlüssel. Ha. Zack. Und weiter geht's. Es bildet sich so langsam ein kleines Muster. Dann drehen wir mal hier dran. Kann man das zurückdrehen? Nö. Aber wir haben es komplettiert. Komplettimentiert hat. So, du machst das sehr gut. Du bist auch schon fast fertig. Ich werde den Zauber für das magische Portal sprechen, damit du zu mir zurückkommen kannst. Aber erstmal müssen wir einen Spiegel mit sechs Teilen reparieren. Dann nehmen wir dieses Teil. Dann nehmen wir dieses Teil, damit wir das Totem komplett haben schon mal. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir.